Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test im Wunderwelten Server. Schöne Bäume. Okay, Küche. Kitchen. Gibt es hier eine Einbauküche? Nee, leider nicht. Okay. Alter, der hat sogar schon ein paar Sachen gefunden, lol. Hehe, Kupferpfannen. Warum ist hier eine Edelstahlpfanne? Spülmaschinen leben länger, wenn sie nicht benutzt werden. Yay. Kühlschrank. Erstmal das Allerwichtigste. Ja, brauchen wir auch Kupfer. Wobei Kupfer müssen wir ja haben, ne? Ein bisschen Tonklumpen. Was ist das denn hier? Kleiner Glimmlicht. Wollt ihr mich verarschen? Haben wir Kupfer? Ja, wir haben Kupfer. Sehr gut. Renne mit dir. So, Glimmlichtwürfel, was ist das denn? Oha, oha. Und das eine Glas, was wir gebrochen haben. Leg mich doch am Arsch. Weißer Farbstoff. Das hier wird natürlich interessant. Wobei müssen wir, glaube ich, alles haben, oder? Ja, doch, haben wir alles. Was jetzt? Genau, noch einmal. Nee, Gold oder was? Ja. Und eine Fackel. Haben wir keine Fackel? Wirklich? Nee. Ah doch, wir haben 10 Fackeln. Gut. Ja, mach eine. Wir müssen noch ein bisschen Gold einschmelzen und wollen noch ein bisschen Sand einschmelzen. Damit wir haben ganz viele Glase. Komm, mach eine. Wir brauchen ein Backöfen. Damit brauchen wir erstmal nicht. Hier haben wir 2 Holzringe drin, die können wir eigentlich auch gleich verwenden für die Küche, aber erstmal gucken wo. Ja, schneller! Ah! Schneller! Und einmal Glas. Dankeschön. So. Haben wir gleich 2 Stück von, auch praktisch. Und da brauchten wir jetzt irgendwie Glimmwürfel. Achso, wir brauchen noch weißen Farbstoff. Wo zum? Kriegen wir den weißen Farbstoff her? Weiße Blumen. Ah, mehrfach sind weiße Blumen, okay. Aber bei am einfachsten ist es ein bisschen übertrieben hier. Ich sehe gar keine Blumen. What the fuck? Hier sind ein paar Blumen. Wobei, sieht eher aus wie... Ne, nicht wirklich. Erdbeeren. Mhm. Ah, hier ist eine Blume. Ne, auch nicht. Ah, doch, ein paar Blumen sind hier. Da zum Beispiel. Aber ich sehe jetzt hier gerade nichts Weißes. Nur Erdbeeren. Ah, ne. Das sind Erdbeeren. Was ist das denn hier? Kaffee. Dann nehmen wir doch mal direkt ein paar mit. Tja. Also irgendwie weiße Blumen. Oh mein Gott, wir haben jetzt gefunden. Yay! Und ein bisschen Kaffee. Alter, überall Laufgeräusche hier. Ist der lauteste Wald der Welt. Also normalerweise im echten Wald hast du so ein bisschen so Grillzirpen hier und da. Und hier hast du einfach Armageddon. Oh, hat er gleich mal ein bisschen Kaffee mitgenommen?
Na, weiß nicht, Blumen sind ja offiziell wahrscheinlich echt nicht so angesagt, kann das sein? Ist ja doch eher recht wenig, was hier angeht, an Blumen. So, wo sind wir gestorben? Da sind wir gestorben. So. Na, schauen. Müssen wir das eigentlich alles haben wie diesen Glimmwürfel? Eigentlich halt, wir müssen noch was. Erst noch Farbstoff machen. Danke. So. Tja, die Frage ist, machen wir einen abgeschlossenen Kühlschrank? Naja, soll eigentlich bloß Deko sein, von daher. Die Frage ist, machen wir einen... weißen Kühlschrank oder einen aus Edelstahl? Ich meine, die dreimal weiß hätten wir dann eh noch übrig, weil wir brauchen nur einmal weiß für den Glimmwürfel. Die Frage ist halt, Edelstahl oder klassischer Plastikkühlschrank? Ich würde schon fast sagen weiß, ne? Edelstahl ist mir ein bisschen zu viel Bling-Bling. Gut, trotzdem brauchen wir erstmal das hier und das hier und dafür brauchen wir das hier und dafür machen wir das hier, machen wir das hier. Ich mag, gibt es gleich 8 Stück für. Nice. Dann... Verdammt! Ja, jetzt bin ich falsche Taste. Hallo? 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 Ah ja, haben wir Würfel draus gemacht. Das hier brauche ich. Aha. Nein, Tisch. Yay. Nee. Und der Inventar ist so voll, warum? Hier ist Essenszeug drin. Tja, vielleicht sollten wir doch einen abgeschlossenen Kühlschrank machen. Wie viel Lagerfläche hat so ein Kühlschrank eigentlich? Oh, der hat eine Menge. Oh ja, der ist eine Menge. Da machen wir doch einen abgeschlossenen draus. Und nehmen die das da tatsächlich gleich mal als. Haben wir keine Schlösser mehr? Hey. Wir hatten noch welche, hatten wir nicht? Leg mir doch mal Arsch. Bam, bam. So. Problem ist natürlich, wir müssen jetzt erstmal das irgendwo hinbekommen, weil ich würde den Kühlschrank nämlich gerne hier hinstellen. Wir sollten sowieso mal unseren Inventar mal kurz ausräumen. So. Kaffeebohnen. Ich weiß noch nicht mehr, wie man die Dinger anpflanzt. Ob man die einfach aufs Beet packt oder an Bäume klatscht oder whatever. Daher wollen wir auch bald mal aussortieren. Wird auch nicht ewig funktionieren. Wobei, die packe ich mal lieber nach unten, damit wir die erstmal anbauen können. So, da kommt hier noch ein bisschen Holz rein. Wobei, das haben wir auch unten gelagert. Glaube ich. Genau. Das und das werden hier noch mit rein. Das eigentlich auch. Wobei, die packen wir lieber bei Werkzeugen mit rein.
sonst wird es zu verwirrend. Weil andererseits, ich meine... Ah doch, komm. Weil streng genommen ist das ja auch ein Werkzeug. Das haben wir aber auch hier in der Kiste mit drin. Na gut, schweren Herzens. Packe ich auch mal da rein. Ordnung muss sein. Ha? So, dann würde ich mal sagen, das kommt einfach da unten. Das kommt jetzt alles hier ins Inventar. Achso, halt, der Kühlschrank hätte gleich hier oben bleiben können. Bam. Yay. Genau, gehört Walker. Sehr gut. Nice. Schon haben wir unser erstes Küchenutensil. GG. Du kommst damit rein. Du kommst damit rein und du auch. Hey, danke. Der Server hängt schon wieder. Du kommst jetzt damit rein. Ganz ehrlich. Okay, okay. Dann haben wir schon mal Kühlschrank. Dann kommt als nächstes auf jeden Fall Waschbecken. Gibt's hier aber gar nicht. Problem ist halt, dass diese Liste immer so ewig lang ist. Der bist ja nur noch am Suchen. Ich hätte halt gerne so ein Ding, wo man halt oben so ein Waschbecken drin hat. Aber nicht so ein freihängendes Waschbecken wie im Bad. Und dann wirklich eins, was in so einem Schrank integriert ist oder irgendwie sowas. Wie halt bei echten Waschbecken auch. Bei so einer Einbauküche. Da ist das ja auch kombiniert. Oh, das sehen wir aber auch auf jeden Fall, Digga. Oh Gott. Ah, wobei es geht. Okay. Warte schon, das ist das Ding, was man so ewig fertigen muss. Ja. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Wie wird denn das Ding genannt, das hier? Einfach nur Bathroom. Ah, Sink. Okay. Gucken wir mal nach Sink. Sieht nicht gut aus. Wobei doch hier, doch, das ist doch das. Ist natürlich das leider mit Holzverkleidung. Natürlich sehr geil. Nicht. Ja, let's go. Machen wir einfach aus Holz. Was anderes gibt's ja nicht. In dieser tristen Welt. Holz und Eisen. Ist das hier nicht was drin? Oh ja, ist noch. Stuff. So. Ich glaube, ich mach noch ein paar von diesen Schlössern. Denn ich würde gerne alle Sachen abschließbar machen. Nicht, dass ich mich dann später frage, ja, was kann ich jetzt was reinpacken und was nicht. Ne, sondern einfach, damit halt einfach alles geschützt ist, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Brauchen wir davon ganz viel, okay. Nee, das ist mir egal. Nee, das war hier mit drin. Zehn Schlösser, let's go. Könnte nicht schaden. Werden wir wahrscheinlich irgendwann brauchen. So. Dann das nächste, ganz klar, das hier. Ach, so viel mit weißer Farbe. Ja, okay. Ah, wir brauchen viel mehr weiße Farbe. Ganz vergessen, ist ja auch nur so eine Sache, die man bei Home Decor viel braucht. Weiße Farbe. Brauchst du auch für Fenster und alles Mögliche. Du brauchst fast überall weiße Farbe. Wir brauchen also auf jeden Fall mal eine richtige Wiese, wo ganz viele Blumen sind. Auch Mist, wir haben unseren Kleider gar nicht dabei. Gut, dann einmal außen drum herum. Wie normale Menschen. Hier ist schon mal eine Blume. Ja, hier sind mehrere Blumen. Das wird schon mal sehr gut. Jetzt brauchen wir jetzt bloß noch weiße davon. Oh, schneid.
Können wir nicht einfach Schnee nehmen? Ich meine, das ist auch weiß. Weiße Blumen. Hatte irgendwie auf mehr weiße Blumen gehofft. Wow. Da war ein Loch. Also hier ist auf jeden Fall auch viele neue Blumenarten. Problem dabei ist natürlich, je mehr Blumenarten es gibt, desto seltener ist die Wahrscheinlichkeit, eine spezielle Blume zu finden. Ich meine, gut, andererseits waren da jetzt auch mehrere weiße Sachen mit dabei. Mehrere Blumen. Das hier zum Beispiel. Aber es sind alles Sachen, die offensichtlich weiß sind. Und ich sehe hier nichts Weißes irgendwo. Das ist das große Problem. Da hinten geht's wieder in den Dschungel rein. Wir haben ja schon mehrmals die lilane Blumen gesehen und auch gelbe sicher andauernd, aber nichts Weißes. Problem ist halt auch Blumen, also die Farbe von welchen Blumen vorhanden sind, ist wohl auch irgendwie so ein bisschen nicht total random. Also es ist es nicht, wenn du eine Blumenwiese hast, hast du mit gleicher Wahrscheinlichkeit alle Blumen, sondern auch bei Blumenwiesen hast du so, dass es dass du hast, okay, bei dem Gebiet gibt es jetzt mehr gelbe und blaue Blumen, dafür gibt es bei dem Gebiet mehr rote und grüne und orange Blumen. Ne, also auch das ist ein bisschen, auch da gibt es quasi Biome innerhalb vom Blumenbiom, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Und wir scheinen hier wohl absolut in einem Gebiet zu sein, wo es halt mehr weiße, mehr lila Blumen gibt, aber kaum weiße. Weiße Blume. Ist das weiß? Ist doch nicht weiß, oder? Nein. Ist natürlich fucking rosa. Ja, nachts sind alle Katzen grau. Ah, ist natürlich scheiße. Digga, wir können jetzt so viele Blumen geben, aber keine weiße. Unsere ersten weißen Farbstoffe. Problem ist halt, wir werden viel mehr davon brauchen. Und das Blöde ist, ich weiß auch nicht, ob sich auf diesen Server Blumen, also ne, ob Blumen sich verbreiten. Forstpflanzen. Finden wir die Kalippe. Und wetten, wenn wir später irgendwann mal für die Technik rote, grüne und blaue Pflanzen suchen, wenn wir davon keine einzigen finden, aber dafür nur noch weiße Blumen. Wetten? Ich weiß es. Oh, oder man hat eine Blume, wo gleich alle Farben mit bei sind. What the fuck? Ach, aber roter Farbstoff, interessant. Die sieht schon echt süß aus, die nehmen wir einfach so mit. Vielleicht haben wir irgendwo in einem Blumentopf stecken oder so, mal gucken. Sieht sehr süß aus. Eigentlich können wir auch jetzt schon wirklich einfach anfangen, alle Blumen einzusammeln, ganz ehrlich. Wir werden sowieso irgendwann mal Farbstoff brauchen. Für was auch immer. Doch so eine. Die sieht irgendwie ganz süß aus. Wie gesagt, gerade Rot, Grün und Blau, die brauchen wir, glaube ich, für technische Sachen später. Für so Bildschirme zum Beispiel, für diese LCD-Dinger. Wenn wir irgendwann mal so einen Computer bauen wollen. Da brauchen wir zum Beispiel die drei Farben.
Ansonsten kann man natürlich auch noch diverse Sachen einfärben, weil ich glaube, zum Beispiel bei den Kühlschränken kannst du nicht nur gelbe Kühlschränke bauen, sondern quasi alle Farben. Wenn du halt die frische Farbe hast. So. Manche Blumen sind hier echt ganz schön klein. Aber wie gesagt, das meiste hier sind diese lilanen Blumen oder diese orangen Blumen. Die finden wir hier echt massig. Oh, das ist Wein. Na gut, Blau gibt es auch eine ganze Menge. Vor allen Dingen diese blauen Dinger da. Gut, ich glaube mal Blau, Lila und Orange brauchen wir jetzt nicht mehr suchen, also nicht mehr einsammeln. Da war definitiv schon mehr als genug davon. Wie wär's denn mit Weißblumen? Was ist denn das? Und dann grüner Farbstoff, sehr geil. Ich meine, grünen Farbstoff kannst du aus ziemlich aus allen möglichen Sachen machen. Ich glaube, selbst aus normalem Gras kannst du grünen Farbstoff machen. Nee, okay, doch nicht. Also, du kannst halt aus relativ vielen Sachen, glaube ich, grünen Farbstoff machen. Aber nichts Weißes hier. Oh, halt. Aha. Dachte so, du kannst dich verstecken hier. So, hier ist überall Licht. Also ich schätze mal, hier ist auch alles protected. Wobei ich hier erstmal nichts Weißes sehe. Ah gut, ich glaube mal bis zum Ende dieser Folge suche ich noch ein bisschen weiter. Weiß. Verdammt! Warum ist das Ding protected? Gibt's doch gar nicht. Ah, hier ist alles protected. Ach scheiße, Mann. Ah, ist auch alles protected. Okay, hier ist alles protected. Bananen. Banane. Wir sind voll. Ne, wir müssen erstmal ein paar weiße Pflanzen einpflanzen. Haben wir schon mal eine bunte Farbpalette. Sehr schön.
Hat sogar ein paar kräftige Farben dabei. Schönes Rot, schönes Blau, sehr geil. So muss das sein. Max. Okay. du kannst weg. Okay. Weiter im Text. Ja, schönes Blau. Eigentlich müssen wir auch mal Pflanzen einfach mal so aufheben, damit wir uns vielleicht so ein paar Blumentöpfe machen können. Ganz ehrlich, ich glaube, das machen wir sogar. Weiß. So, dann packe ich nämlich die ganzen Farben tatsächlich einfach mal erstmal bei uns in die Tasche. So. Aber ein bisschen mehr Platz für. Ja, gut, der ganze Stoff kann auch weg. So. Dann haben wir nämlich jetzt ein bisschen mehr für Blumen. Für verschiedenste Blumenarten. Können wir nämlich vielleicht wirklich mal ein paar Beete mit verschiedensten Blumen machen. Auch eine Menge verschiedener Blumen hier. Was sind das alles für Mods? Sag mal. Beauty Flower. Ah, das ist alles von der Beauty Flower Mod. Okay. Baked Clay? Lol. Beauty Flower, Beauty Flower. Ja, okay, das meiste ist wirklich von Beauty Flowers. Ah, okay. Könnte man sich ja schon fast überlegen, ob ich die Mod auch mal auch auf meine Server aufklatsche. Wobei. Schon fast ein bisschen zu viel Auswahl ist hier. Wie gesagt, man sieht ja, ne, wenn man speziell nach einer speziellen Farbe sucht, kannst du dir echt einen Wolf suchen. Einfach weil es zu viele verschiedene Blumen gibt. Das ist auf meinem Server ein bisschen einfacher. Hallo? Mache ich raus auf jeden Fall bei uns beim Home erstmal nochmal eine Kiste. Speziell für die ganzen Blumen. Wir haben zu viele Blumen. Verdammt. Gut, ganz ehrlich, die weißen Blumen. Aus denen mache ich tatsächlich erstmal Farbstoff. So. Ja gut, manche sind hier auch so klein. Können wir auch Farbstoff draus machen. Bei denen lohnt sich jetzt nicht wirklich die Dinge aufzuheben. Oh, bei den anderen geht's. So. Okay. Ich wünschte, es gäbe noch ein paar mehr weiße Blumen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Echt so verblüffend, wie wenig weiße Blumen wir finden. Hier ganz tief unten versteckt. Das muss eine magische Blume sein. Ja, 28 immerhin. Hm. Weiße Blume. Weißt du was? Ich würde tatsächlich zur Geife mal diese weiße Blume mitnehmen. In der Hoffnung. Ich glaube zwar nicht daran, aber in der Hoffnung, dass mit Doppel-S, dass sich die Blume vielleicht doch verbreitert. Also aus.
wuchst. Vielleicht haben wir doch ein bisschen Glück. Ja, da ist schon wieder alles geschützt. Ja. So, ne. Schon wieder alles geschützt. Hütchen. Ich würde mal sagen, was das gewesen sein. Diese große Wiese haben wir erstmal abgeerntet. Von daher. So. Wir haben eine weiße Blume. Die werde ich mal bei uns hinpflanzen. Mal gucken, ob die sich verbreitet. Ted. Aha. So. Na gut, vor allen Dingen auch noch so viele, die gleich aussehen. Oder ähnlich aussehen. Hier auch schon wieder. Oh mein Gott. Was haben wir? Drei verschiedene weiße Pflanzen. Oh. Ganz ehrlich. Easy. Hab das Spiel ausgetrickst. Oh, ich könnte ja ewig hier weitermachen mit Blumen sammeln, ganz ehrlich. Das ist ein richtiger Suchtfaktor gerade. Vor allem, weil hier wieder so eine Stelle ist mit schönen Blumen. Oh! Oh, mit, ey, Entschuldigung. Oh, mit mal weiße Blumen. That's not bad at all. Nee, das war gerade eine Pflanze, oder? Nee, doch nicht. Ja, siehst du, das ist nämlich das nächste Problem. Viele Sachen sehen ja aus wie Sachen von einer Farming-Mod. Also Sachen, die man essen kann. Aber dabei ist das sind alles Pflanzen. Das heißt, wenn ich die Mod auf meinem Server raufladen würde, wo es ja auch durch die Farming-Mod sehr viele Pflanzen gibt, dann würde man absolut nicht mehr wissen, was kann man jetzt davon, also was ist davon Blumen und was sind davon Pflanzen. Das wäre dann natürlich auch sehr unübersichtlich. Jutschen, dann würde ich mal sagen, wir sind ganz schön voll. Mittlerweile sind auch schon viele Zeiten vergangen. Was? Oh, noch eine weiße Blume. Hoho. War klar, jetzt wo ich weitermachen möchte, finden wir ganz viele weiße Blumen. So, ist doch bekloppt, ist das doch. Aber das ist halt genau das, was ich meinte mit diesen Areas, innerhalb der Areas. Hier haben wir es halt wirklich ein Gebiet, hier gibt es halt auch mehr weiße Blumen. Das ist deprimierend. Oh, das ist auch deprimierend. Oh, so muss da oben so nur rein. Nein. Verdammt. Können wir hier noch irgendwas reinpacken? Nee, auch nicht. Aber weit doch. Nein. Aha. Aha. Okay. Es sind kein Ende. Wir gehen nach oben. Schnell. Ganz schnell. So. Jetzt würde ich aber gerne noch, bevor ich die Folge zu Ende mache, beende mich doch. Du kommst noch da. Einfach mal hier ein paar Pflanzen hinstellen. So. Und hoffen, dass sich irgendeine von denen. Ey, das, wow. Sogar eine richtige Reihenfolge aufgestellt. Lol. Ja, würde einfach mal hoffen, dass vielleicht sich davon eine irgendwann mal. Da. Nee, mehr weiße Blumen haben wir nicht. Ja, irgendwann mal vielleicht eine davon sich verbreitet. Von daher, bis zur nächsten Folge. Bis dann.